Ist das Information? Oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Herzlich willkommen zum Podcast Ist das Information? Oder kann das weg? Mit Gerald Hüther und Robert Bodi. Hallo Gerald. Ja, hallo. Dich freue ich mich auch wiederzusehen oder wiederzuhören. Und natürlich schön, wenn wieder so viele dabei sind und uns hier ein bisschen zuhören, wie wir versuchen, so Themen aufzugreifen, die durch die Presse gehen und die doch eigentlich wirklich es verdienen, dass man sich noch einen Augenblick länger damit beschäftigt. Auf jeden Fall. Und das Thema, das du heute rausgesucht hast, ist eines, von dem ich erstens weiß, dass es dir sehr am Herzen liegt, weil du dich viel engagierst zu dem Thema, wie können wir eigentlich Bildung besser gestalten. Es wird aber auch viele Menschen berühren, die uns zuhören, weil das Gefühl, mein Gott, da könnte einiges in den Schulen besser laufen, ist eines, das durchaus weit verbreitet ist bei allen Menschen, die selber Kinder in der Schule haben und das tagtäglich begleiten. Da hat es eine Studie gegeben des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Und diese Studie bestätigt die Bedeutung von persönlichen Beziehungen zwischen Lehrern und Lehrerinnen und Schülern für den Unterrichtserfolg. Jetzt kann man erstmal sagen, ja, ist doch klar. Aber das ist ja gar nicht so einfach. Und es ist eben auch bisher eher ein Bauchgefühl gewesen. Nun gibt es einen relativ deutlichen Nachweis, dass selbst Schüler, die vielleicht unter ADHS leiden oder damit diagnostiziert wurden, bei intensiven persönlichen Beziehungen mit den Lehrkräften sehr viel bessere Unterrichtserfolge haben, weil sie einfach ihr Verhalten sehr viel besser kontrollieren können. Gerald, wie berührt dich das? Es berührt mich überhaupt nicht. Es ist das Selbstverständlichste von der ganzen Welt. Aber gerade deshalb berührt es nur so funktionieren kann, was mich berührt und weshalb ich dachte, wir sollten dann noch ein bisschen drüber reden, ist, dass das überhaupt von einem Institut für Bildungsforschung noch untersucht wird. Die haben eine sehr aufwendige Studie gemacht mit Tagebucheintragung über mehrere Wochen hinweg, um dann am Ende herauszufinden, dass das schon wichtig ist, dass der Schüler sich von dem Lehrer in irgendeiner Art und Weise gesehen fühlt. Das ist lächerlich, aber es zeigt, wo wir im Augenblick stehen. Und es gäbe noch einiges dazu zu sagen. Also es ist ja eigentlich die Bestätigung dieser riesigen Hattie-Studie, da wurde so ein australischer Bildungsforscher mal weltweit in der Meta-Analyse gefragt hat, was ist denn eigentlich das Entscheidende, was dazu führt, dass Schüler in der Schule mitarbeiten und sich beteiligen und auch Freude an dem Unterricht haben und auch viel lernen. Und da ist ja damals schon rausgekommen, das ist die Beziehung zwischen dem Lehrer und dem Schüler. Das müssen wir jetzt aber in Deutschland alles nochmal extra nachmessen und kommen dann zu dem Ergebnis, ja, es stimmt. Wobei, man müsste jetzt mal fragen, was meinen die denn überhaupt mit persönlicher Beziehung zwischen Lehrer und Schüler? Und was glaubst du, was es ist? Die schreiben es ja hin und da fragt man sich schon, mein Gott, wenn es nicht weiterreicht, dann ist es ja fast umsonst. Die Empfehlung heißt, von Zeit zu Zeit sollte sich die Lehrkraft bei den Schülern eine Rückmeldung einholen, um zu hören, ob die dann das Gefühl haben, dass sie einen guten Unterricht machen. Ja. Das ist traurig. Was in Unternehmen zum Beispiel, in jedem anderen professionellen Bereich selbstverständlich ist, dass man mal guckt, was machen eigentlich die in Anführungszeichen Kunden? Wollen die das überhaupt, was wir da anbieten? Wie reagieren die darauf? Warum stößt das denn aus deiner Sicht in diesem Bereich Bildung so auf den Widerstand der Protagonisten? Warum fällt es Lehrern so schwer, einfach mal zu fragen, hört mal, ist das eigentlich das, was ihr braucht, was wir hier machen? Ja, das ist, glaube ich, dieses grundsätzliche Verständnis von dem, was in der Schule stattfindet. Die betrachten sich ja nicht als Unterstützer eines jungen Menschen, dem sie helfen, dass er sich das Wissen, was die Erwachsenen für erforderlich halten, um sich dann später im Leben zurechtzufinden, dass sich das so ein junger Mensch dann auch aneignet, sondern die haben einen Lehrplan und haben ein Programm und haben eine Ausbildung und belehren, unterrichten
die Schüler, dann, wenn ich es ganz hart sage, machen sie zwangsläufig den Schüler und die Schülerin zum Objekt ihrer Bemühungen und ihrer Absichten und ihrer Ziele, dann noch ihrer Belehrungen und dann auch noch ihrer Bewertungen. Und wenn einer nicht richtig mitkommt, dann kriegt er auch noch Fördermaßnahmen und dann wird er auch noch zum Objekt dieser Fördermaßnahmen gemacht. Ja. Das ist hirntechnisch der pure Wahnsinn, weil es ja bedeutet, dass so ein Schüler nicht um seiner selbst willen und so wie er ist angenommen und gesehen wird, sondern er wird geformt, er soll gebildet werden. Ja. Also so wie Spalierobst meinetwegen, was dann so zurechtgeschnitten wird, damit es dann am Ende maximale Erträge bringt. Und das ist ein grundsätzlich, glaube ich, fragwürdiges Verständnis von dem, was Bildung eigentlich sein sollte. Aber wir verstehen ja, dass das eben aus dem vorigen Jahrhundert kommt und dass die Schulen auch mit dem ganzen Aufbau und ihren Strukturen aus dem letzten Jahrhundert stammen. Und damals mag das ja in Ordnung gewesen sein. Das war das Industriezeitalter, da brauchte man ja Schulabgänger, die ohne lange zu fragen das gemacht haben, was das Maschinenzeitalter brauchte. Also den ganzen Tag irgendwie so einen Knopf drücken oder einen Hebel bedienen oder an der Stechuhr immer pünktlich das Ding da reinstecken. Und wenn man ihnen gesagt hat, jetzt ist Krieg, dann sollten die da auch hinmarschieren, ohne lange zu fragen. Und die Zeiten sind aber vorbei. Offenbar, ich weiß nicht wieso, aber offenbar ist das in den pädagogischen Bildungsinstituten, auch in den Hochschulen noch nicht richtig angekommen. Die machen immer weiter wie bisher und kommen dann eben zu so einer Schlussfolgerung. Was stellen Sie fest? Sie stellen fest, die Schüler könnten dann, wenn sie das Gefühl haben, dass die Lehrer wenigstens sie ab und zu mal anschauen und gelegentlich auch mal eine Rückfrage machen, ob das, was da in dem Unterricht stattfindet, dann auch und wie sie sich selbst dort geben, ob das bei den Schülern ankommt, dann sagen sie, naja, das, was dann passieren sollte und was passiert und was sie auch gemessen haben, ist, du hast es ja auch selbst gesagt vorhin, sie können dann ihr Verhalten besser regulieren. So, und da müssen wir die Frage stellen. Nee, so schnell entlasse ich dich da jetzt noch nicht. Weil das Verhalten ist ja immer Ausdruck einer inneren Einstellung und einer Haltung. Und zwar gegenüber dem Lehrer und gegenüber dem, was in der Schule passiert. Also wenn ich die Haltung habe, dass diese Schule ein Ort des Grauens ist, und das ist meine innere Einstellung, mit der ich jeden Tag dahin gehe, dann wird es wahrscheinlich noch nicht mal was nützen, wenn der Lehrer sich da Mühe gibt. Und wenn ich die innere Einstellung habe, dass es doch auf die Schule sowieso nicht ankommt und auf diese Bildung, die dort vermittelt wird, weil es ja alles über Instagram und sonst wo läuft, dann ist das eine innere Einstellung. Und die lenkt und steuert dann das Verhalten. Ja, und deshalb geht es ja eigentlich eher darum, den Schülerinnen und Schülern die Erfahrung zu ermöglichen, dass das spannend ist, was da läuft, dass ihnen das was nützt, dass sie damit weiterkommen und nicht, dass sie das lernen müssen, damit sie durch die nächste Prüfung kommen. Ich möchte jetzt mal für die Lehrer kurz in die Breche springen, weil ich glaube, da gibt es eine Ambivalenz. Ich habe selber zwei schulpflichtige Kinder und die Erfahrung ist, dass viele Lehrer das eigentlich wollen, dass viele junge Lehrer das auch beinahe verzweifelt, möchte ich sagen, und das sind meine Worte, versuchen, dass sie aber ganz oft am System scheitern, an Lehrplänen scheitern, an den übergeordneten Behörden scheitern, auch an den Erwartungshaltungen von Eltern scheitern. Und dass es dann letztendlich dann doch so passiert, wie du das gerade sehr anschaulich beschrieben hast. Es scheint ja nicht die mangelnde Motivation oder das mangelnde Wissen der meisten Lehrer zu sein, sondern es scheint ein System zu sein, das sowohl die Schüler als auch die Lehrer irgendwo zum Objekt macht. Oder sehe ich das falsch? Nee, das siehst du ganz richtig. Ich bin dir auch sehr dankbar, dass du das jetzt sagst, weil man, und das passiert mir ja auch laufend, sobald man anfängt, diese Geschehnisse und das, was in den Schulen läuft, zu hinterfragen, glaubt man, man redet die Lehrer schlecht. Also das kommt dann bei den anderen so an. Jetzt hat er schon wieder auf den Lehrern. Auch bei den Lehrern. Jetzt hat er schon wieder auf den Lehrern rumgehackt und die Lehrer sind sowieso schon ganz wund und empfindlich und dann sagen sie auch noch, jetzt hackt er auch noch auf uns rum und wir sind doch die armen Schweine. Und
Deshalb ganz ist das so wichtig, dass du das nochmal deutlich machst. Die Lehrer könnten schon anders. Und viele von denen, ich glaube sogar die meisten, würden es lieber ganz anders machen. Die hängen in dem System drin. Eigentlich geht es denen noch schlimmer als den Schülern. Weil die haben ja auch keinen Freiraum. Und das, was sie erleben, ist, sie werden ja selbst zu Objekten gemacht. Von Vorgaben, von Bestimmungen, von Klagen und dann natürlich vor allen Dingen von den Beschwerden der Eltern und so, dass sie eigentlich gar keinen Raum oftmals für ein eigenes Gestalten haben und völlig überlastet sind angesichts der vielen Bedrängnisse, in die sie dauernd geraten. Und dann ist es möglicherweise zumindest verzeihlich, wenn es ihnen dann nicht mehr so ganz möglich ist, auf diese Schüler so einzugehen, dass die Schüler das Gefühl haben, der Lehrer meint es gut mit mir und will mir wirklich helfen, dass ich das, was er jetzt hier erklärt, auch wirklich verstehe. Das ist richtig schwierig. Das Problem ist, also ich habe ja lange darum gemacht und Robert, ich habe es auch anfangs nicht so richtig glauben wollen, aber wenn also das eigentliche Problem aus meiner Sicht sind die Eltern und oder noch besser gesagt das Wahlvolk, was eben aus sehr vielen älteren Menschen besteht, also auch solchen, die Oma und Opa schon sind und die in den alten Schulen waren und auch viele von den Eltern waren in den Schulen, die so ungünstig schon organisiert waren, wie wir das heute immer noch beklagen. Und deren Argument heißt dann, das ist schon in Ordnung so. Ja, also weil sie es selbst überlebt haben, da muss man durch, so nach dem Motto. Und dann haben die feste Überzeugung, ohne Druck gibt es keine Leistung, ohne Wettbewerb kommt man nicht vorwärts. Und das ist ja dann auch häufig von vielen noch aus dem Arbeitsleben so eine Erfahrung, dass das alles immer möglichst effizient, völlig fehlerfrei und optimal gemacht werden muss und dass man dazu auch Druck, Überwachung, Kontrolle und so weiter braucht. Das heißt, die sind innerlich wohl offenbar fest davon überzeugt, dass das schon in Ordnung ist, wenn man zum Objekt gemacht wird. Ja. Haben sich häufig sogar damit identifiziert und erwarten das jetzt. Und jetzt stell dir vor, ein Politiker würde das ändern. Der würde jetzt also sich hinstellen, würde sagen, das läuft hier doch nicht gut und wir müssen eine persönliche Beziehung zwischen den Lehrkräften und den Schülern aufbauen. Die pädagogischen Hochschulen müssten ihre Schwerpunkte völlig verändern. Jemand, der nicht in der Lage ist, so ein unbedingtes Interesse an der Entfaltung seiner Schüler aufzubringen, weil er selbst noch mit Problemen rumläuft und in Bedingungen lebt und unter Bedingungen lebt, die das nicht möglich machen. So jemand darf ja gar nicht auf Kinder losgelassen werden. So, und das bedeutet, dass in dem Augenblick, wo dann die Eltern tatsächlich was anderes einfordern, würde es gehen, aber die meisten Eltern sind offenbar damit überlastet, zufrieden oder weiß der Kuckuck was und fordern gar nichts anderes ein. Also ein paar sind immer dabei, aber du gewinnst die nächste Wahl nicht, wenn du sagst, ich schaffe die Lehrpläne ab, ich schaffe die Schulpflicht als Schulanwesenheitspflicht ab und ich schaffe, was weiß ich was noch, Noten, Zensuren ab. Da geht ein Sturm der Entrüstung durch die Bevölkerung, der wird dann von den Medien noch getragen und innerhalb von ein paar Wochen bist du als Politiker, der für sowas verantwortlich ist und der das in die Welt gesetzt hat, bist du weg. Bevor wir darüber reden, was wir daraus lernen können, möchte ich da noch eine Frage anschließen. Ist das Problem an dem, was du gerade so schön geschildert hast, nicht auch die geradezu magische Anziehungskraft und scheinbare Überzeugungskraft von hierarchischen Systemen? Wir erleben das ja auch in Unternehmen immer wieder, dass Unternehmen sich zwar dazu committen, wir wollen Teamwork, wir wollen Miteinander, wir wollen Hierarchien abbauen, aber letztendlich sind hierarchische Systeme sowas von viel einfacher effizient, dass sie immer wieder zu überzeugen scheinen. Und dasselbe scheint mir in den Schulen zu passieren, dass man dann letztendlich, wenn man vor der Wahl steht, gehen wir das Risiko ein, das mal richtig zu machen, dann doch lieber einfach das fehlerhafte, aber zumindest effiziente System, wie man es jetzt hat und wie man es seit 100 Jahren hat, einfach fortzuführen. Ja, hierarchische Systeme nehmen ja den Menschen die Verantwortung für ihre eigene Bildung, für ihre Tätigkeit, für das, was sie machen und wie sie leben,
ab, indem ihnen das von oben vorgeschrieben wird. Nun sind wir aber in unserem wunderbaren demokratischen System ja schon ganz weit gekommen. Das heißt, das, was vor 100 Jahren noch an Obrigkeitsmacht da war, ist weitgehend aufgelöst. Aber trotzdem bleiben es immer noch hierarchische Systeme, auch wenn wir jetzt keinen Kaiser mehr haben, der da mit so einem ganzen Beamtenapparat nach unten drückt, sondern in den Parteien, in den Vereinen, also überall haben wir ja noch diese Hierarchien, wo einer bestimmt oder wo es so eine Leitungsebene gibt, die dann bestimmt auch in Unternehmen. Und dann ist es interessant, in sehr zukunftsfähigen Unternehmen, also nehmen wir mal solche Start-ups, die da noch richtig gut unterwegs sind, da ist die Hierarchie aufgelöst. Die brauchen keine Hierarchie. Und diejenigen, die in alten Bereichen noch unterwegs sind, also auch mit den alten Mitteln noch arbeiten, denen es im Wesentlichen darum geht, in möglichst kurzer Zeit möglichst große Gewinne zu machen oder Krisensituationen zu überstehen, da ist die Hierarchie mit einem, der klar vorgibt, wo es lang zu gehen hat, jedem offenen System überlegen. Und deshalb fallen wir immer wieder zurück in die hierarchischen Ordnungssysteme, weil die eine gewisse Kohärenz gewährleisten, dass das alles ein bisschen gut zusammenarbeitet. Und indem wir zurückfallen in solche hierarchischen Strukturen, werden die Bürger, wenn sie denn schon mal ein bisschen mündiger geworden sind, wieder entmündigt. Und denen wird dann, wie diesen Lehrern und wie in vielen anderen Bereichen, dann wieder sehr genau von oben vorgegeben, was sie zu tun und zu lassen haben. Ist ja im Grunde genommen mit so einer Studie auch so. Das ist ein Institut für Bildungsforschung und die sagen jetzt den Lehrern, was sie machen sollen. Sie sollen also ihr Verhalten sozusagen so verändern, dass die Schüler das Gefühl haben, dass sie gesehen werden. Und dann heißt die Regel und die Empfehlung, holt euch mal eine Rückmeldung ein. Da geht man ja davon aus, dass so ein Lehrer gar kein wirkliches Interesse an seinen Schülern hat. Denn wenn er das hätte, würde er sich ja dem Schüler zuwenden. Ja. Nun stellen wir immer die Frage, was können wir daraus lernen? Ich würde die gerne zweiteilen. Erstens, was kann das System daraus lernen? Und zweitens aber auch, bis das System mal reagiert, und ich glaube, wir sind uns einig, das ist relativ träge, das passiert nicht morgen. Was kann denn der einzelne Lehrer daraus lernen? Was kann man denn morgen schon besser machen, ohne das gesamte System zu ändern? Vielleicht auch für sich selbst besser machen. Denn Lehrer sind ja auch zufriedener, wenn die Schüler lieber mit größerem Vergnügen und mit Neugier lernen können, um diese Sache zu verbessern, morgen schon. Das sind zwei Bereiche, die gar nicht so eng zusammenhängen. Ein Weg wäre ein relativ einfacher, aber schwer umsetzbarer aus meiner Beobachtung in den Lehrerteams, wenn die Schulen haben viel mehr Freiräume, als man denkt. Also so eng ist die Vorgabe von oben nicht. Die könnten vieles ändern und es gibt ja auch immer wieder einzelne, auch staatliche Schulen, die also fast alles auflösen, was da für selbstverständlich gehalten wird. Also man fesselt sich in so einer Schule vielleicht auch ein bisschen selbst und man könnte das sehr leicht aufbrechen, wenn sich die Lehrerinnen und Lehrer alle einig wären. Wenn die sagen könnten, was sie alle gemeinsam wollen, ein gemeinsames Anliegen formulieren würden und würden sagen, so, wir gestalten jetzt diese Schule um, wir machen das jetzt alle anders und helfen uns gegenseitig dabei, dass uns das auch gelingt. Das wäre dann eine Gemeinschaft von Lehrkräften, die alle an einem Strick ziehen und die gibt es in wenigen Schulen nur, leider. Ja. Das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer haben offenbar ein Problem damit, so ein Team zu werden, was man bräuchte, was auch einen gewissen Teamgeist hat und was auch irgendwas will, was ihnen allen gleichermaßen am Herzen liegt. Mir scheint es so, dass da also jeder Einzelne so als Einzelkämpfer es versucht, so gut wie möglich zu machen. Und dann meistens oder bisweilen auch noch der Meinung ist, dass die anderen es alle falsch machen und nur er macht es richtig. Auf alle Fälle gibt es ja nicht ohne Grund diesen Hinweis immer wieder aus den Lehrerzimmern, dass es da kaum jemals einen Lehrer gibt, der aus seiner Klasse kommt und sagt, das war furchtbar, Leute. Ich habe das hier kaum hingekriegt. Die geben das alle nicht zu. Die tun alle so, als seien sie perfekt.
Und dadurch kommt es auch gar nicht raus, in welchen Schwierigkeiten sie drinstecken. Und dadurch entsteht auch nicht so eine Solidargemeinschaft unter den Lehrern, wo die sich gegenseitig helfen. Einzelkämpfertum, das ist vielleicht sozusagen dann die Zusammenfassung dessen, was dazu führt, dass die in diesen Teams sich einfach nicht zusammenschließen und dann mal wirklich diese Grenzen ausloten, die sie ja haben, wie sie die nach außen aufdehnen können, bis es dann endlich zu Konflikten mit der Schulbehörde kommt. Das ist aber relativ viel, was da geht. Und da sie dann als Einzelkämpfer häufig unterwegs sind und das nicht hinkriegen, bleibt dann nur noch die individuelle Lösung. Und die, also da weiß ich auch, also das muss dann jeder für sich selber machen. Aber Tatsache ist, dass es gute Studien gibt, die zeigen, dass Kinder, die aus bisweilen furchtbaren Milieus kommen, manchmal wie Phönix aus der Asche in der Schule aufwachen und dann ihren Weg gehen und dann am Ende wirklich ein tolles Leben hinlegen. Also gelungen, oftmals sogar sehr erfolgreich. Und dann fragt man sich, wie das dann passiert ist. Nebenbei gesagt, das sind ja auch alle, die da wirklich in der Welt mal was Großes geleistet haben. Also angefangen bei Einstein bis hin zu Steve Jobs. Muss man sich mal angucken, wenn man so bewundernswerte Persönlichkeiten sieht, was die in der Schule gemacht haben. Das sind alle Schulversager mehr oder weniger. Auf alle Fälle waren das keine Einser-Abiturienten. Ja. So, und diese Menschen, wenn man die dann fragt, wie ist denn das gekommen, dass du die Kurve gekriegt hast, wenn sie vor allen Dingen aus sehr bildungsfernen und schwierigen Milieus kommen. Also in Südamerika haben sie solche Studien gemacht mit Kindern, die aus den Slums kommen, von den großen Städten. Und da sind auch immer mal wieder welche dabei, die durchstarten. Und der Grund, weshalb die dann die Kurve kriegen, besteht darin, dass die eine Person mal gefunden haben, die sich ihrer annimmt. Also der kleine Junge, der irgendwann mal einem Verwandten oder einem Nachbarn, meistens sind das gar nicht die Eltern, oder eben einem Lehrer begegnet, der an ihn glaubt. Und der ihm sagt, du, das kriegst du hin und das, ich weiß, dass du das kannst. Da steckt viel mehr in dir drin als das, was du so glaubst. Und so, und dann fängt dieser kleine Junge an sich zu glauben. Und dann geht er in die Bibliothek und dann arbeitet er. Und dann wird das für ihn auf einmal ganz erfüllend, weil er auch merkt, wie sich ihm die Welt des Wissens und alles erschließt. Und dann geht er durch, bewirbt sich an der Uni, kriegt dann Platz und ist dann am Ende, was weiß ich, Jurist oder irgendwas anderes. Bewundert, sehr erfolgreich und keiner weiß richtig, wie das gegangen ist, dass der aus diesem Laden da unten rausgekommen ist. Und es war eben eine Begegnung, oftmals gar nicht so eine lange, nicht über Jahre hinweg begleitet, sondern einmal ist es passiert und da hat er den Glauben an sich zurückgewonnen und dann hat er losgelegt und das ist die Antwort auf deine Frage. Jeder Lehrer hat jeden Augenblick in seiner Schulklasse die Chance, einen Jungen oder ein Mädchen auf so einen Weg zu schicken, indem er ihm deutlich macht, dass er an ihn glaubt und dass er ihm das zutraut und dass er das auch volle Kanne unterstützt und keine Ahnung, was er da machen muss. Aber so, und jetzt sind wir bei dem Punkt, wo ich sagen würde, das hat jetzt was mit einer persönlichen Beziehung zu tun. Nicht, dass man sich gelegentlich eine Rückfrage holt, ob sie denn alle zufrieden sind, sondern dass man das eben, man kann das ja nicht mit allen, aber dass man zumindest ab und zu mal sowas macht und dass man dann auf sein Lehrerdasein zurückblicken kann, kann sagen, es war schwierig, es hat mir auch nicht immer Spaß gemacht, aber das sind vier, an die ich mich erinnere in diesen 40 Jahren, die ich Lehrer war. Ja. Und wo ich weiß, das war ich. Diese Kinder habe ich sozusagen aus einem ganz schwierigen Lebensumfeld und aus einer hochproblematischen künftigen Entwicklung herausgeholt. Das war's. Das war der Sinn meines Lehrerdaseins. Und das, dann würde man, wenn man das ein bisschen mehr im Blick behalten würde, wäre das ja nicht mehr so wichtig, welche Vorgaben jetzt von der Regierung kommen oder von dem Schuldirektorium oder von wie die anderen Lehrer unterwegs sind. Das entscheidet jeder Pädagoge dann für sich. Ja. Nun, ich glaube, viele von uns haben diese Erfahrungen gemacht. Ich kann das definitiv über mich sagen. Das waren 2, 3 Lehrer, die wesentliche Impulse gesetzt haben, die heute noch mein Leben prägen. Ja, siehst du, vielleicht gibt es davon viel mehr, als wir denken. Aber, und das wäre aber das, was wir in die Pädagogik hineintragen müssten. Und dafür ist meiner Ansicht nach so ein Institut für Bildungsforschung verantwortlich, dass die das erkennen und dass die Ausbildungspläne für die
Lehramtsstudierenden so verändern, dass da auch wirklich solche Menschen rauskommen, die das können. Also jeder Fußballtrainer kann das. Das sollte er können. Wir wollen aber die Lehrer nicht so häufig auswechseln wie die Fußballer. Ja, kriegen auch nicht so viel Geld. Wir sind damit bei dem zweiten Bereich von, was können wir daraus lernen, nämlich dem Systemischen. Was kann denn das Bildungssystem daraus lernen? Was muss es daraus lernen, um das zu ermöglichen? Weil es ist, glaube ich, nicht zu leugnen, dass Lehrer leiden unter dieser Situation. Es gibt kaum einen Berufsstand, in dem man so viele Menschen hat, die sagen, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wie das gehen soll, ich bin da überlastet. Und dann kommen andere und sagen, Mensch, ihr arbeitet doch nur einen halben Tag, das kann doch so schlimm nicht sein, stellt euch nicht so an. Das sind beides, ist beides nicht die Wahrheit, sondern die liegt irgendwo dazwischen. Was kann denn das System tun, um es den Lehrern ein bisschen leichter zu machen? Also ich fürchte, dass das nicht mit so kleinen Reformchen gemacht werden kann. Also dass man da jetzt noch mehr digitalisiert oder dass man die Lehrkräfte noch besser ausbildet, dass die dann also nicht nur gelegentlich mal eine Rückmeldung einholen, sondern vielleicht nach jeder Unterrichtsstunde mal fragen, ob das jetzt bei allen angekommen ist und was sie hätten anders machen können. Das kann man alles machen. Aber das sind kleine Modifikationen. Und ich fürchte, dass wir hier einen richtigen Systemfehler haben, weil diese Schulen und das ganze Schulsystem mit dem ganzen Beamtenapparat, der da drüber hängt und das Ganze lenkt und steuert bis hoch zum Kultusministerium, das ist alles aus dem vorigen Jahrhundert. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Und das wird man nicht ändern können, weil das sind ja immer viel zu viele, ich nenne immer so, das sind zu viele Frösche im Teich. Und wenn man das Wasser ablässt, dann quaken die alle und die quaken laut und die hören, die werden auch gehört. Und deshalb sind das keine gangbaren Möglichkeiten, fürchte ich. Und die tiefe Erkenntnis, zu der ich gekommen bin, ist, das Schulsystem wird sich ändern, es geht so gar nicht mehr weiter. Aber es wird sich mit der Gesellschaft und der Art und Weise, wie wir als Erwachsene miteinander umgehen und wie wir unser Leben gestalten, ändern. Das heißt, Schule ist immer auch ein Abbild der Welt, die die Erwachsenen miteinander gestalten. Und wenn man eine andere Schule haben möchte, dann müsste man das Zusammenleben der Menschen in den Familien, in den Nachbarschaften, in den Kommunen, auch auf der politischen Ebene, auch in den Medien und dem, was die da so berichten, da müsste man einen anderen Schwerpunkt setzen im Zusammenleben. Und der darf dann eben nicht mehr heißen, ich vorneweg und ich bin alleine verantwortlich, sondern müsste man ein gemeinsames Interesse haben aneinander. Nochmal, der Satz heißt dann, die Welt würde sich sofort ändern, wenn wir tatsächlich es fertig brächten, ein bedingungsloses Interesse an der Entfaltung des anderen zu haben. Das gilt ja nicht nur für die Schule, es gilt ja auch fürs Altersheim. Und das haben wir nicht. Wir haben kein, das finde ich ja ganz selten, bedingungsloses Interesse an der Entfaltung des anderen. Das ist die Definition von Liebe. Ja. Und da kommen wir jetzt in Bereiche, wo du merkst, oh, jetzt fängt es an, ein bisschen schwierig zu werden. Das ist ganz groß, ja. Aber es ist eine andere Gesellschaft, die von so einem Interesse an der Entfaltung des anderen getragen wird. Im Augenblick geht es ja eher um das große Interesse an der Erringung von irgendwelchen Besitzständen. Und Wettbewerbsvorteilen. Sowas, ja. Ja. Jetzt kommen wir zu der Frage, die immer im Kern unseres Podcasts steht, nämlich ist das nun Information oder kann das weg? Ich finde das sehr ambivalent, weil was wir da hören von dieser Studie und das hat deine Reaktion auch deutlich gezeigt, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein und nicht eine Neuigkeit, die ein wissenschaftliches Institut überhaupt rausfinden muss. Gleichzeitig ist es aber natürlich eine wichtige und valide Information, oder nicht? Manchmal ist eine Information, die dann rauskommt, sowas wie diese Meldung, die hat manchmal ja auch einen anderen Informationsgehalt. Also wir sagen ja, Information ist es erst dann, wenn es was bewirkt. Diese Information diese Meldung wird in keiner Weise dazu beitragen, dass irgendwas besser wird. Aber, und das sieht man ja schon an uns beiden, sie wird eine Diskussion anstoßen.
Ja. Und wenn Sie auch wenigstens nur mal im Lehrerzimmer darüber reden, ob Sie nicht doch mal häufiger sich eine Rückmeldung holen von den Schülern. Sowas wird schon dabei herauskommen. Insofern kann es nicht weg. Es ist eben, das sind diese kleinen Tröpfchen, die immer mal aus dem Wasserhahn rauströpfeln und dann irgendwann vielleicht doch dazu führen, dass ein kleiner Fluss daraus wird. Ja. Und jeder Lehrer weiß, zum Lernen gehört auch die Wiederholung. Es hilft nichts, etwas einmal zu sagen. Allein insofern ist so eine nochmal publizierte Information dann vielleicht wichtig und richtig, weil sie einfach nochmal etwas penetriert, auch wenn wir das Gefühl haben, ja, ist da eigentlich selbstverständlich und das wussten wir schon. Ich würde da nicht ganz mitgehen, weil das weiß zwar jeder Lehrer, dass es auf die Wiederholung ankommt, aber wenn es um solche Veränderungsprozesse geht, dann nützt das nichts, wenn du immer wiederholst, sondern da muss es einmal richtig dich erwischen. Also da muss es mal richtig reindonnern ins Hirn. Da musst du mal richtig tief innerlich berührt sein von dem, was du da eben erfahren hast. Und da muss es dich bewegen. Und dann kann es manchmal dazu kommen, dass man dann nicht langsam was verändern soll, sondern dass man den Hebel umlegt und sagt, ich mache so nicht mehr weiter. Das wäre dann wirklich eine Information, die etwas bewirkt. Gerald, ich weiß nicht, ob wir jetzt in alle Hirne reingedonnert sind, um deine Formulierung zu übernehmen, aber ich glaube, es war wichtig, nochmal darüber zu reden, weil dieses Thema geht nicht weg und irgendwann muss man dahin finden und den Lehrern, die jeden Tag versuchen, das zu machen, persönliche Beziehungen aufzubauen, ein Interesse an der Entfaltung ihrer Schüler zu haben, dürfte es auch ermutigend sein, dass so eine Studie das bestätigt. Und in dem Sinne war unser Gespräch, glaube ich, auch nochmal ganz wertvoll. Richtig, und wenn es dazu führt, dass Eltern ab und zu mal zu dem Lehrer oder zu der Lehrerin gehen und mal fragen, wie sie denen helfen können. Ja. Das ist ja immer, wird die, die kriegen immer nur Druck und bräuchten doch eigentlich Unterstützung. Und wenn sie so unangenehme Dinge machen in der Schule, dann ist das ja Ausdruck der Tatsache, dass sie nicht in ihrer Kraft sind, aus der heraus sie sich den Schülern zuwenden können. Gerald. Alles Gute. Für diese Ausgabe von Für diese Ausgabe von Ist das Information oder kann das weg? Dir herzlichen Dank und allen, die zugehört haben. Eine gute Zeit.